Heute schauen wir uns mal die GWPs an aus den Lizenzthemenreihen von Herr der Ringe, Lego Star Wars und natürlich auch Lego Harry Potter. Wie ist eigentlich da die Preisentwicklung? Handelt es sich bei diesen GWPs möglicherweise um Abzocke oder ist es einfach nur ein gut gemeintes Geschenk von dem Lego-Konzern? Das finden wir gemeinsam in diesem Video raus. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, genug gequatscht und los geht's. Um erstmal alle auf denselben Stand zu bringen, GWP ist die Abkürzung für Gift with Purchase, was auf Deutsch quasi so viel bedeutet wie Gratisbeigabe bzw. Geschenk beim Kauf. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, dass ihr irgendwie bei Lego mal anruft und sagt, hier habt ihr was zu verschenken, schickt mir das mal. Nein, ihr müsst natürlich die Sets kaufen bzw. entweder spezielle Sets oder über einen gewissen Betrag kommen in einer gewissen Themenreihe. Manchmal ist es auch komplett losgelöst, dann geht es wirklich nur um den Geldbetrag und sobald ihr den erreicht habt, seid ihr quasi qualifiziert, um das GWP zu erhalten. Ich habe mir jetzt mal drei sehr beliebte GWPs rausgesucht, beziehungsweise drei GWPs von drei beliebten Themenreihen. Einmal haben wir da Luke sein Lichtschwert, das gab es jetzt ja exklusiv zu Jabba seiner Sail Barge. Dann haben wir einmal das Flohnetzwerk, das gab es ja zu Lego Harry Potter, dem Fuchsbau. Und das Fellbeast, das es ja exklusiv zu Baradur gab, aus der Herr der Ringe-Reihe. Schauen wir uns zunächst einmal das Luke Skywalker Lichtschwert an, was es ja exklusiv jetzt, wie gesagt, zu Jabba seiner Sail Barge gab. Das kostet auf dem Zweitmarkt bei eBay ca. 125 bis 145 Euro. Es gab einzelne Verkäufe, die waren auch mal ein paar Euro günstiger. Es gibt auch einzelne Verkäufe, die sind teurer. Aber hier habe ich extra privat genommen, weil das wird nachher nochmal wichtig. Nur, dass ihr da nicht irritiert seid, wenn ihr sonst meine Videos schaut, wisst ihr, dass ich immer auf Sofortkauf und gewerblich achte. Allerdings hier jetzt privat, wie gesagt, wird nachher im Laufe des Videos nochmal wichtig. Und wichtig natürlich auch zu erwähnen, das sind alles verkaufte und beendete Angebote. Also das sind jetzt nicht irgendwie, dass jemand das anbietet und sagt, zu diesem Preis hätte ich gerne. Nein, das ist ein Preis, der bezahlt worden ist. Das gilt jetzt für diese beiden Beispiele und für die weiteren Beispiele, die gleich folgen werden. Ja, als nächstes schauen wir uns mal das GWP zum Fuchsbau an und zwar dieses Flohnetzwerk. Hier könnt ihr bei eBay sehen, auch hier wieder, wie gesagt, beendete und verkaufte GWPs und zwar zwischen ja fast 30 bis fast 40 Euro. Das ist natürlich jetzt ein heftiger Unterschied im Vergleich zu dem Lichtschwert, auch zu dem anderen, was wir gleich noch sehen werden. Allerdings muss man natürlich auch hier sagen, in Anführungszeichen kostet das Set natürlich nur 260 Euro, der Fuchsbau, wo wir natürlich im Vergleich zu Jabba seiner Sail Barge fast den doppelten Preis haben. Also das darf man natürlich jetzt auch nicht ganz miteinander vermischen, sondern muss das natürlich im Hinterkopf behalten. Und nachdem das geklärt ist, machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten GWP und zwar dem Fellbeast, das es ja exklusiv zu Baradur gab, wo es ja auch extrem viel Trouble gab, muss ich ja so sagen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich hier gerne mal oben, was das Problem mit diesem GWP war. Aber jetzt erstmal zu dem Preis auf eBay. Wenn ihr das aktuell haben wollt, müsst ihr so ca. 155 bis 180 Euro hinlegen. Bei privat, bei gewerblich kostet das Ganze auch gut und gerne mal 20, 30, 40 Euro mehr. Und das sind auch Preise, die bezahlt worden sind. Deswegen schaut doch gerne mal bei eBay rein, wenn ihr mir nicht traut und seht selber, was für Preise dort tatsächlich für dieses GWP bezahlt worden sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, wow, Lego schmeißt uns also noch Sets hinterher dafür, dass wir dort einkaufen. Ich habe es jetzt mal prozentual ausgerechnet. Also wenn ihr das Lichtschwert verkaufen würdet, hättet ihr ca. 26% von Jabba seiner Sail Barge gegenfinanziert. Bei dem Fuchsbau wären es immerhin 13%. Und bei den Fellbeast und Baradur wären es dann ganze 35%. Das ist ungefähr so der Durchschnittspreis, den ihr dann von diesen Sets refinanziert hättet. Aber man muss natürlich auch hier ganz klar sagen, es macht schon einen Unterschied. Sind es 13%, die ich refinanziere? Oder sind es jetzt wie bei diesem Fellbeast, was ja natürlich extrem krass ist und wahrscheinlich auch mit das gehypteste GWP seit Jahren, 35%. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich eher so dazwischen, dass wir uns grundsätzlich so bei 20-25% einpendeln. Das ist jetzt zumindest einfach mal so meine Theorie. Weil, wie gesagt, so ein Fellbiss-Knaller an so ein GWP kann ich mich eigentlich an die letzten Jahre nicht erinnern. Allerdings zum Beispiel weitere Lichtschwerter hatten wir ja bereits und die sind ja auch zu ähnlichen Preisen verkauft worden. Deswegen 20, vielleicht 25% ist, denke ich mal, eher so die goldene Mitte bei den GWPs. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Nun ja, ich denke, wir sind uns fast alle einig, dass Lego ein Premium-Produkt ist. Und wenn wir uns dort nicht einig sind, dann sind wir uns auf jeden Fall in dem Punkt einig, dass wir sagen, Lego hat auf jeden Fall Premium-Preise. Ich denke, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Sind die höchsten am Markt. Ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, das ist ein Thema für ein anderes Video. Aber wir haben auf jeden Fall diese Preise. Und deswegen sage ich euch immer, wenn ihr ein Lego-Set kauft, dann nicht zu UVP. Um Gottes Willen nicht. Mindestens 30% Rabatt. Ich glaube, dafür bin ich auch mittlerweile bekannt, dass ich sage, immer 30% Rabatt. Wenn ihr mehr Rabatt kriegen könnt, umso besser. Aber unter 30% einfach nicht kaufen.
Diese Sets bzw. diese GWPs zu den Sets, die ich euch jetzt da gezeigt habe, sind ja Geschenke zu Sets, die Lego-exklusiv sind. Das gilt allerdings auch nur für den Moment so. Ja, also Lego veröffentlicht die zuerst, schickt die jetzt noch nicht an weitere Händler raus, aber im Laufe der Zeit, zum Beispiel Baradur ist angekündigt, dass es ein Amazon-Exklusiv wird. Das heißt, dieses Set kommt zu Amazon und da haben wir jetzt momentan das andere Herr der Ringe-Set und zwar Bruchteil drin und da wissen wir ja, mehr wie 20% Rabatt sind eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Das heißt, 20% bei dem 500-Euro-Set, 400 €, da haben wir eigentlich schon einen Deal. Meistens sind es eh nur 17-18%, aber wie gesagt, 20 ungefähr kann man erwarten. Mehr ist dort nicht möglich. Wenn wir jetzt natürlich das Felbis GWP nehmen, ja, im Vergleich mit Baradur, 35% sparen in Anführungszeichen, wenn wir es einfach nur zu dem, ich sag mal, durchschnittlichen Verkaufswert auch dann wirklich bei eBay zum Beispiel verkaufen, dann haben wir natürlich viel, viel mehr gespart mit diesem GWP. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Jabba seine Saybarge anschauen, zusammen mit dem Lichtschwert, ja, dann haben wir natürlich jetzt erstmal ein Ersparnis von roundabout 26%. Das ist natürlich mehr wie 20, ist ja klar, aber immer noch keine 30. Dieses Set ist allerdings kein Amazon-Exclusive. Das heißt, es kommt zu anderen Händlern, zum Beispiel Smith Toys. Und dann könnte es durchaus mal sein, dass bei einer Sonderaktion, dass man da 30% oder mehr bei diesem Set spart. Ist natürlich jetzt an der Stelle nicht versprochen und auch nicht garantiert, aber durchaus möglich. Und dann wäre es tatsächlich ein Minusgeschäft, dieses Set exklusiv direkt bei Lego zu kaufen. Ja. Wenn wir uns jetzt aber noch den Fuchsbau anschauen mit dem GWP dazu, da haben wir nur ein Ersparnis von ca. 13%. Und dieses Set ist auch kein Amazon-Exclusive, sondern das kommt auch noch zu Smith Toys und den weiteren Händlern. Da kannst du 25-30% relativ sicher buchen. Das heißt, diese 13% ist rausgeschmissenes Geld. Ich meine, wer natürlich wirklich dieses GWP haben möchte, kann sich das ja immer noch auf den Zweitmarkt holen und dann halt einfach, sag ich mal, 30-35 € zahlen und dann hat man trotzdem noch einen besseren Deal. Also hier kommt es wirklich auf die Frage an, braucht ihr das GWP? Das ist die erste Frage, die natürlich jeder für sich beantworten muss. Und dann zweitens, ist es nicht günstiger, sich das GWP auf den Zweitmarkt zu holen, anstatt sofort Lego am ersten Tag das Geld in den Rachen zu werfen? Ich sage es wirklich so drastisch, weil ich glaube, keiner von uns hat hier Geld zu verschenken. Ansonsten kann er sich gerne mal bei mir bei Instagram melden. Aber ansonsten würde ich sagen, müssen wir doch alle auf unser Geld achten. Und da macht es doch wenig Sinn, ein Set exklusiv bei Lego am ersten Tag zu kaufen, beziehungsweise grundsätzlich. Es gibt Ausnahmen. Das Felbis ist eine wunderbare Ausnahme, aber ich habe ja auch vorher schon gesagt, das ist das gehypteste GWP seit Jahren. Es ist das zweite Herr der Ringe-Set seit ungefähr 10 Jahren nach Bruchteil, dass es jetzt kam. Deswegen lasst euch nicht bei den Prozenten jetzt bei dem Felbis in die Irre führen. Aber kommen wir mal zurück zum Anfang des Videos. Da habe ich ja gesagt, was ihr alles braucht, um so ein GWP zu bekommen, um dafür qualifiziert zu sein, dass es bei euch im Warenkorb auftaucht. Und eine ganz wichtige Komponente habe ich hier total unterschlagen, und zwar die Zeit. Ihr müsst super schnell sein. Also ihr müsst definitiv Lego Insiders sein, also quasi was damals der Lego VIP war. Und ihr müsst ganz schnell sein. Also ich sag mal, circa 1 Uhr kann man mal sagen, ist das neue Set dann verfügbar am nächsten Tag. Also wenn ein Set zum Beispiel am 3.10. erscheint, wie jetzt Jabba seine Sale Barge, dann könnt ihr ab 1 Uhr nachts in etwa bestellen. Und auch wenn es sich jetzt komisch anhört, wenn ihr wirklich dieses GWP haben wollt und dieses Set an Tag 1 haben wollt, dann müsst ihr wirklich bis 6, 7 Uhr morgens bestellt haben. Ansonsten habt ihr keine Chance. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in vielleicht einen Lego-Shop, wenn der bei euch in der Nähe ist, hinzugehen. Allerdings habe ich gehört, zum Beispiel bei dem Felbis, dass es nur je nachdem, was für ein Shop es war, 30 GWPs gab. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ihr nicht die einzigen seid, die vielleicht den Lego-Shop in München kaufen möchten, sondern dass ein paar Leute mehr seid. Also müsst ihr euch eine Stunde vorher anstellen, bevor das Ding aufmacht, damit ihr euer GWP hundertprozentig noch bekommt. Und hier ist auch der gewisse Punkt, wo ich sage, Lego zockt die Leute ein bisschen ab. Klar, prozentual müssen wir natürlich von Set zu Set schauen. Allerdings ist das auch häufig so, und das habe ich ja auch selber leider erlebt, dass Lego sagt, okay, dieses GWP könnt ihr noch haben, weil diese Technik so veraltet ist bei Lego, diese ganze IT, ja, dass sie sagen, okay, guck mal hier, du kriegst das GWP noch, dann bestellst du, dann bekommst du irgendwann mal deine Ware, meistens geht es ja relativ fix, will ich jetzt Lego gar nicht zu nahe treten, und dann sagst du, okay, GWP ist gar nicht dabei. Und dann hast du das Ding schon in der Hand und dann sagst du, boah, geil, ich will es jetzt eigentlich aufbauen, ich habe mich so gefreut, und sagst in einem anderen Moment, ja, scheiße, aber wo ist denn jetzt mein GWP? Also sorry für diese Wortwahl, aber man muss es ja so drastisch sagen. Und dann sagt Lego nach ein paar Wochen, nö, GWP, ja, haben wir ja gar nicht mehr, konnten wir dir gar nicht liefern, tut uns leid, sorry, dann kriegst du, weiß nicht, 10-15 € an VIP-Punkten gutgeschrieben. Also das muss man auch wirklich ganz klar sagen, ist wirklich verdammt schlecht von Lego gemacht und es grenzt wirklich aus meiner Sicht schon fast an Abzocke, ja, weil viele Leute, denke ich, werden ihr Set dann nicht zurückschicken, weil sie es halt in der Hand haben und sagen, geil, jetzt juckt es mir auch so in den Finger, jetzt ist das Ding eh schon bezahlt, jetzt will ich es aufbauen. Wenn Lego genug GWPs zur Verfügung stellen würde, dass wenigstens jeder, der in den ersten, sag mal, 24 Stunden bestellt, eins bekommen kann, wer möchte, ja, dann wäre das alles okay, aber so grenzt das aus meiner Sicht ein bisschen an Abzocke. Fairerweise muss man natürlich auch
auch sagen, wenn man bei Lego direkt bestellt, bekommt man solche sogenannten VIP-Punkte. Je nach Set variieren die natürlich ein bisschen. Das heißt, man kriegt auch noch so ein paar Prozente an Gutschrift, kommt aber allerdings natürlich nie dran an einem normalen Set. In einem normalen freien Handel, wo du halt, wie gesagt, immer safe 30% oder plus drauf hast. Also daher, auch das muss man natürlich erwähnen. Allerdings macht das aus meiner Sicht den Braten nicht mehr besonders fett. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es ist jetzt nicht wirklich Abzocke von Lego, aber in den meisten Fällen jetzt auch kein Riesengeschenk. Ja, das darf man jetzt auch, glaube ich, so, denke ich, festhalten. Ihr müsst halt für euch entscheiden, ob ihr dieses GWP unbedingt braucht, ob ihr ein Set unbedingt am ersten Tag braucht und dafür bereit seid, auch ein paar Euro mehr zu zahlen. Oder ob ihr vielleicht ein bisschen geduldiger seid, einfach ein paar Monate später das Set kauft mit ordentlichem Rabatt. Und falls ihr unbedingt dieses GWP braucht, könnt ihr es da immer noch auf dem Zweitmarkt erwerben, zum Beispiel bei eBay. Und falls du jetzt die ganze Geschichte wissen möchtest, was bei mir passiert ist mit Baradur und dem Felbis GWP, was ich nicht bekommen habe, dann schau dir gerne dieses Video als nächstes an. Und ansonsten schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, macht's gut.